enorm steigert und über sich hinaus wächst. Sho Uchida, der Japaner auf Bahn 2. Aber normalerweise müsste das eine Geschichte für sich sein. Also unser Tipp, oder meiner zumindest, Michael Phelps und Paul Biedermann kämpfen vorne um die Spitze und dahinter die beiden Russen auf den Bahnen 5 und 6 um Platz 3 um die Bronzemedaille. So könnte es laufen. Wie es läuft, sehen wir jetzt. Wir sind unterwegs und Paul Biedermann muss da gleich mal feststellen, dass Michael Phelps vom Start weg, naja, so einen Kopf vorne ist. Aber das ist sofort der Konter von Paul Biedermann, der das sofort wieder ausgeglichen hat und die höhere Geschwindigkeit aufnimmt. Und jetzt werden die wahrscheinlich eine ganze Weile hier Schulter an Schulter durchs Becken fliegen, werden dann nach und nach die anderen Kollegen abhängen. Und dann sind wir gespannt, wie es läuft. Paul Biedermann ist vorne. Jetzt schon als erster rum mit einer sehr starken Zeit, 24,78, also 0,08 Zehntelsekunden unter dem Weltrekord von Michael Phelps. Moment, 24,23, mein Lieber. 2,3, Entschuldigung, habe ich verguckt. Und er ist auch jetzt vor dem Michael Phelps. 24,31, das Weltrekordsplit. 50,29 bei der Wende war es beim Weltrekord. Ja. Und die sind bei 50,12. 50,12, eine Wahnsinnszeit. Und wenn der Paul ja das durchhält, wovon ich mal ausgehe. Also der wird die dritten 50 und die vierten 50. Und er ist ja schon fast eine halbe Länge vor dem Michael Phelps. Das ist, wird eine Wahnsinnszeit. Wie ich schon vermutet habe, wird das in Richtung Weltrekord gehen. Und die beiden machen hier das Gold und das Silber unter sich aus. Die sind klar auf Weltrekordkurs. Paul Biedermann deutlich vorne an der letzten Wende mit 1:16:30. 4 Zehntel vor Michael Phelps. Isotov ist aktuell Dritter und Kenwick Monk Vierter. Aber das interessiert ja kaum einen. Der Paul Biedermann muss den Konter abwehren, der jetzt kommt von Michael Phelps. Kommt Phelps nicht mehr. Gibt Gas und Paul Biedermann kann erneut gegen Konter halten. Und Paul Biedermann, jetzt hat er eine Länge Vorsprung. Michael Phelps ist geschlagen. Die Frage ist nur noch, wie hoch ist der Weltrekord? 1:42.00. Eine Sekunde unter dem alten Weltrekord von Michael Phelps. Und da geht die Faust nach oben und der ausgestreckte Zeigefinger. Und er sagt, ich bin Number One. Michael Phelps ist nur noch Number Two.